Herzlich willkommen zu deinem Lernvideo. Heute geht es um die Rechtschreibung. Du lernst, wie du deinen Text mit der TKK überarbeiten kannst. Was heißt eigentlich TKK? TKK steht für Textkorrekturkarte. Du erfährst jetzt, wie du mit der TKK arbeitest. Das ist Lisa. Lisa schreibt zuallererst ihren Namen oben in das Feld. Im ersten Schritt fragst du dich, wo war ich unsicher? Du markierst schon während des Schreibens in deinem Text Wörter, bei denen du dir nicht sicher mit der Schreibweise bist. Diesen Text hat Lisa geschrieben. Er handelt von ihrem Lieblingstier. Sie möchte den Text nun auf die Rechtschreibung überprüfen. Bereits beim Schreiben ist sich Lisa unsicher bei dem Wort Hund. Also markiert sie dieses Wort mit einem Punkt. Wenn Lisa ihren Text fertig geschrieben hat, guckt sie die Wörter, bei denen sie sich unsicher war, im Wörterbuch nach. In Lisas Text finden sich noch weitere Fehler. Wir wollen mal sehen, ob Lisa sie mit der Textkorrekturkarte finden kann. Im zweiten Schritt beginnst du deinen Text von hinten zu lesen. Du liest nun Wort für Wort rückwärts. Der Pfeil mit der Nummer 2 zeigt dir die Richtung, in die du lesen musst. Lisa sieht das Wort einfach und überprüft, ob sie es richtig geschrieben hat. Dabei spricht sie das Wort leise mit, und zwar genauso, wie sie es geschrieben hat. Wenn sie das Wort gründlich überprüft hat und keinen Fehler entdeckt hat, setzt sie ein Häkchen davor. So überprüft sie ihren ganzen Text rückwärts, Wort für Wort. Diese Kante der Textkorrekturkarte hilft ihr beim Zeichnen des Häkchens. Lisa erkennt, dass sie das Wort spielt falsch geschrieben hat. Sie markiert es mit einem Punkt. Wenn Lisa ihren Text Wort für Wort rückwärts gelesen hat, korrigiert sie die mit einem Punkt markierten Wörter mit Hilfe des Wörterbuchs. Zur besseren Orientierung im Wörterbuch dient das Alphabet, das auf der rechten Seite der Textkorrekturkarte abgebildet ist. Im dritten Schritt liest Lisa ihren Text vorwärts und überprüft, ob sie alles verstanden hat. Der Pfeil oben in der rechten Ecke mit der Nummer 3 hilft Lisa bei der Leserichtung. Vielleicht findest du in deinem Text Fehler, die du häufig machst. Dann kannst du in dem Schritt 4 diese Lieblingsfehler notieren. Lisa ist aufgefallen, dass sie bei Wörtern mit einem langen I häufig nur I anstatt IE schreibt. Also schreibt sie sich diesen Fehler auf. Danach liest sie ihren Text noch einmal und kontrolliert, ob sie ihren Lieblingsfehler häufiger gemacht hat. Lisa hat ihren gesamten Text überprüft. Die Wörter, die sie mit einem Punkt markiert hat, schaut sie im Wörterbuch nach. Wenn die Wörter tatsächlich falsch sind, streicht sie sie mit einem Lineal durch und schreibt das richtige Wort darüber. Bevor sie ihren Text zur Veröffentlichung abschreiben kann, zeigt sie ihn zur letzten Kontrolle ihrer Lehrkraft.
Zum Schluss schreibt Lisa ihren Text fehlerfrei ab. Nun kann sie ihren Text endlich veröffentlichen. In diesem Video hast du gelernt, wie du die Textkorrekturkarte zur Überarbeitung deines Textes nutzt. Probiere es gleich mal aus. Viel Spaß dabei! Unter diesem Link kannst du das Erklärvideo zur TKK finden.